jetzt ist es wieder ein bisschen Gehirnjogging angesagt bei Wer ist das? Ich zeige euch gleich immer ein Foto und ihr sagt mir, wer das ist, wenn es geht. Was heißt, wenn es geht? Wir müssen Vor- und Nachnamen hören, wenn es sogar ein Doppelname ist, natürlich alle Namen, die er hat. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben. Ist es richtig, bekommt man einen Punkt. Ist es falsch, bekommt die Gegnerin einen Punkt. Wer nach 13 Bildern mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Wir haben ein Beispiel. Das gibt noch keinen Punkt. Einfach nur mal so. Wer ist das? Rebecca, einen Tick schneller. Oh, Franz-Walter Steinmeier. Falsch. Was? Ja, wäre doch falsch, oder? Das wäre falsch. Ja. Weil der heißt Frank. Frank. Alter, hab ich Franz gesagt, ne? Und nicht Franz. Oh mein Gott, meine Freundin zu Hause wird mich umbringen, wenn die ganze Zeit gesagt hat, Frank, das ist der... Ach ja, klar. Ja, aber vom Spielprinzip her habt ihr es verstanden. Das ist schon mal sehr gut. Und Nilam kann gerne meinen Job hier übernehmen. Spielen wir dann gegeneinander? Ja, auch. So, also, Spiel ist verstanden. Ich brauche Vor- und Nachnamen. Ruhig bleiben, konzentriert bleiben. Hier die erste Person. Wer ist das? Nilam? Ralf Dümmel. Ralf Dümmel. Das ist richtig. Dieses Durchatmen. Ich habe schon mal einen erkannt. Ich habe schon mal wirklich. 1-0. Da kann man auch schnell mit drücken. Hier die nächste Person. Wer ist das? Nilam. Jenna Ortega. Stimmt. Jenna Ortega, richtig. Wie schnell bist du bitte? 2-0. Nächste Person. Wer ist das? Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Fußball bestimmt. Wollt ihr beide nicht? Sieht aber nett aus. Ja. Ja, der ist auch nett, obwohl in letzter Zeit, glaube ich, kann der nicht so gut schlafen. Oh, warte. Das heißt, er gehört zum Fußball. Da gab es bei den Bayern mega viel Aufruhr. Das ist, hat auf jeden Fall... Drück der doch. Kahn ist es nicht. Nee, der Kahn ist das nicht. Nee. Ja. Okay. Es hilft auch, glaube ich, nichts, wenn ich mal aus meinem Nähkästchen plaudere. Diesen Typen habe ich mal trainiert. Warte, nochmal. Wer hat dich trainiert? Ich habe diesen Typen Du mal hast trainiert. Den trainiert. Bei was? In was? Ich verstehe die Frage nicht. Okay, ihr wollt ja eh nicht drücken, also schließe ich 5, 4, 3, 2. Das ist Edin Terzic. Bitte wer? Edin, man weiß das ja immer nicht. Tut mir sehr leid. Terzic, und worin Trainer hast du ihn trainiert? Von Borussia Dortmund ist das, der Trainer. Der Trainer von Borussia Dortmund. Und was hast du zuletzt ihn hat man eher Wein gesehen. Was? Ich habe den mal, als der noch Amateurspieler war, gab es fürs Fernsehen eine Geschichte. Da habe ich mit Mario Basler zusammen ein Fußballteam zusammengestellt und da war er mit dabei. Ah. Wow. Schöne Grüße. Ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnert. Jetzt zurück zum Spiel. Wer ist das? Ach Gott. Ja, ich weiß es. Vorname. Oh. Nein. Oh, Shania Geis. Oder ist es Davina? Ist es Davina oder Shania? Eine von den beiden, aber ich war mir gerade auch nicht sicher. Nein, es ist Davina. Es ist leider Davina. I knew it. Damn. Somit Punkt für Rebecca, Davina Geis. Warum drücke ich denn dann? Aber es war 50-50. Bild Nummer 5. Wieder konzentrieren. Wer ist das? Ach Gott, weiß ich. Natürlich weiß ich das. Ich weiß sogar, welcher ich sag welcher Film? Ja. Komm schon. Ich habe den wirklich noch nie in meinem Leben doch, gesehen. Doch, natürlich. Das glaube ich. Bond Nein, sowas, doch, natürlich. Ja. Ich möchte natürlich jetzt auch nicht zu viel sagen. Mach, ich komme wirklich, also. Also, du weißt es, ich glaube, ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen. Dann kannst du es, glaube ich, schließen. Ja, aber er hat. 5, 4. Spielt er in so einer Sitcom? Nee. 2,
1. Ah, ich glaube, ich weiß, also so du meinst, teuflisch hat er zum Beispiel gespielt. Dann hat er auch der letzte Gentleman, hat er doch Eve und der letzte Gentleman. Ich kenne ihn aus George aus dem Dschungel. Da sah George er auch ganz Dschungel. Anders aus. Aber und wie den Oscar heißt hat er gerade gewonnen für The Whale. Und das ach, mein Gott, hat er ja auch richtig. Frasier. Siehst du, wenn du den Vornamen sagst, kann ich dir den Nachnamen. Ja. Gesicht brauche ich Fraser. Überhaupt nicht dazu. Ich bin nicht so gut mit Namen. Kein Punkt. Hey, so mein sieht Spiel. Er aus. Wirklich noch nie gesehen. Aber ich glaube, du meintest Matthew Perry, der von Friends. Der sieht ganz, ganz so ähnlich aus. Ich weiß nicht, wen ich meine. Achso, du weißt gar nicht. Von Friends? Nee. Ja, so ein bisschen. Nee, ist egal. Ja, okay. So, jetzt bin ich auch gespannt. Hier das nächste Gesicht. Wer ist das? Jo, Leute, ehrlich. Bin ich auch ganz ehrlich, weiß ich auch leider nicht. Aber krasse Uhr. Nee, auch nicht. Warum lachen die? Also, ja, nee, nicht guck, hallo. Ach so. Ja, aber ich weiß es ja, ich werde nicht drücken. Ich weiß es ja eh nicht, darum dachte ich, ich will mal gucken, ob die was wissen. 3-1, geschlossen. Und? Habe ich gerade in Düsseldorf noch gesehen, live. Eine der bekanntesten Bands der Welt, da ist er Mitglied. I just can't get enough. Oh nein, just can't get enough. Nein, die heißen Depeche Mode und Depeche das ist Mode. Martin Gore. Okay. Na gut. 2-1, Bild Nummer 7 kommt jetzt. Wer ist das? Am Raunen kann man... Voll das süße Lächeln hat der. Der ist auch sehr süß. Ja. Ich hab den schon mal gesehen. Der ist... Der sieht zugegebenermaßen ein bisschen aus wie Helmut Großkopf. Sieht aus wie der. Aber oh den Gott. Würdet ihr nicht nehmen, da kann ich jetzt nicht drücken. Findest du nicht? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So, aber am Raunen habt ihr vielleicht erkannt, dass man zumindest das Gesicht man schon mal sollte gesehen ihn hat. Kennen, ja. Aber ihr wollt wieder beide nicht drücken. Nein. 5-4-3-2-1, geschlossen. Das ist Peter Urban. Der Kommentator, der aufgehört hatte. Ja. Hat jetzt leider aufgehört. Hoffentlich nicht. Vielleicht macht er noch einen Rücktritt vom Rücktritt. Okay, es bleibt bei 2-1. Wir sind bei Bild Nummer 8. Wer ist das? Es, ja... Sieht auch sehr sympathisch aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt ein Sportler ist. Ich habe ein Déjà-vu. Ich glaube, Eddie, hast du dieses Spiel nicht gespielt und es hat 20.000 Runden gedauert? Ja, ich habe ein absolutes Déjà-vu. Naja. Keine Ahnung. So lange wird es nicht dauern, glaube ich. 2-1 steht es ja schon. Ihr wollt es auch nicht machen. 5-4-3-2-1, das ist geschlossen. Das ist der jüngste Nummer 1 der Tennis-Weltranglisten-Spieler. Oh. Ah, okay. Gestern leider verloren. Carlos Alcaraz. Ah. Okay. Bleib bei 2-1. Bild Nummer 9. Wer ist das? Volle Namen. Also wir haben ja Zeit, oder? Ich weiß, was sie macht. Ja, aber die Name? Zeit braucht ihr auch, wenn ihr den Namen wisst. Bitte? Nichts. Kannst ruhig laut sprechen, weil ich weiß den Namen nicht. Was sie macht, reicht mir nicht. Deswegen schließe ich wahrscheinlich hier auch mal. Ist das doof. 5-4-3-2-1. Was macht sie denn? Ist sie in der Politik? Sie ist in der Politik, richtig. Und der ganze Name lautet Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Den wow. Hätte ich nicht ganz sagen können. Bei der FDP. So, es bleibt immer noch bei 2-1. Hier ist Bild Nummer 10. Wer ist das? Oh. Oh. Ist das schlimm? Wie heißt der? Der lacht immer ganz viel. Und der weiß ganz viel über ganz bestimmte Dinge. Oh, wie heißt er denn? Ich komme nicht auf den Namen. Du musst nicht, ist nicht dein Sender. Das habe ich auch gesehen. Oh, wie heißt er? Dann sitzt er da rum mit ihr und noch einer. Ja, ja. Und dann 5, wissen die immer die Insider von allem. 4, 3, 2, 1.
Das ist der RTL Society-Experte Michael Begasse. Ja. Gesehen ja, aber Name, sorry, hätte ich jetzt und einfach... Und ein bisschen sieht er aus wie ein junger Stanley Tucci. Also, 2 zu 1 steht es insgesamt. Wir sind bei Bild Nummer 11. Wer ist das? Ich traue mich nicht. Du hast ja auch einen kleinen Vorteil, zwar nur mit einem Punkt, aber zu führen. Das heißt, der Druck ist ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt 13 bei, Bilder zu Ende spielen bei dem Punktestand, dann ist gewonnen. Es der Punkt. Ach, ernsthaft? Oh, das ist aber ein bisschen traurig. Ui. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Schluss. Was hättest du denn, was hättest du riskiert? Nee, will ich gar nicht sagen. Ich bin dann ganz schnell davon abgekommen. Ist gerade verstorben. Das ist Harry Belafonte. Ach, echt? Eine Musiklinge. Komm, Mr. Taliban. Ja, Taliban. Klar. Aber ich hatte noch nie ein Bild vor Augen. Die Musik kenne ich natürlich. Ach. 2 Bilder haben wir noch. Rebecca ist ein bisschen unter Druck. Sie müsste eigentlich ganz schnell drücken. Mal sehen, was mit dieser Person hier ist. Wer ist das hier? Aber ihr seid auch schon so ein bisschen gemein, ne? Ja. Also jetzt sag nicht, den kennst du. Echt? Ja, auch? Ja? Kennt ihr den? Alle kennen den irgendwie. Okay. Aber guck mal, wie die auch alle direkt so tuscheln. Ich glaube, die wissen es, ne? Ihr wisst es, oder? Könnt ihr mal die Hände heben? Wer weiß alles, wer es ist? Ah, doch, nee, es sind nicht so viele. So viele sind es nicht. Ja, der Ron nicht, meldet ne? sich, aber gut. Okay, ich schließe die Frage. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Ist sehr oft im Fernsehen zu sehen. Deutscher Wissenschaftler Harald Lesch ist das. Obwohl, ich hätte eigentlich mal darüber gehen sollen und fragen, ob du das weißt. Du hättest gewusst, natürlich. Einen haben wir jetzt noch, ne? Also, es ist das letzte Bild. Du musst jetzt eigentlich drücken, weil sonst ist das Spiel verloren. Und ich bin mir ganz sicher, dass das ein bekanntes Gesicht ist. Wer ist das? Ja. Tim? Damn! Er ist Koch, aber Tim wie? Es ist nicht der Melzer, es ist der andere. Aue! Aber hey, wir haben jetzt noch einen. Es ist Tim Raue und damit hast du im letzten Spiel ich möchte sehr gehen viel jetzt. Riskiert. Ich möchte einfach gehen. Und Rebecca diesen Gleichstandspunkt geschenkt. Ja, danke schön. 2 zu 2 nach 13 Bildern. Du hättest gar nicht drücken brauchen im Prinzip. Taktisch gesehen. Aber taktisch gesehen war es ja trotzdem schlau, weil nee. Hättest ja auch wissen können. Ja, aber wusste ich es ja nicht. Ich sag dir, wie es war. Ich wusste es für eine Millisekunde. Als ich das Piepen gehört habe, war es weg. Dann war der Stress so groß und ich habe tatsächlich gedrückt, weil ich dachte, damit ist dann safe und durch. Das stimmt natürlich, klar. Dumm. Na gut, 2 zu 2, jetzt geht's so lange weiter, bis man eine Person erkannt hat. Wer ist das? Oh nein, natürlich weiß ich, wer es ist. Oh mein Gott. Ich trau mich nicht, aber es muss ja sein. Marius Müller-Westernhagen. Marius Müller-Westernhagen! Ja. Ja. Voll. Aber wieso sagst du, ich muss ja drücken? Theoretisch musst du ja nicht drücken. Ja, nee. Ich habe so ein Inneres, weißt du? Ja, okay. Das war unser Spiel. Oh. So, damit ist das Spiel vorbei. Punkte für Nilam. Es steht jetzt 13 zu 8.